Hallo Leute, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Wir machen ein gerösteten Blumenkohlgemüse auf einem Kartoffelkräuterpüree. Die Zutaten dafür: Blumenkohl, Zwiebeln, reichlich Knoblauch, Chili, Zitrone, Salz, Pfeffer, Paprika, Olivenöl und ein paar frische Kräuter nehmen wir gleich aus dem Beet raus. Genaue Rezept seht ihr wieder in der Infobox. Zuerst den Blumenkohl vorputzen. Das heißt, befreien von den Stängeln. Wahrscheinlich reinschneiden. Der Strunk muss halt erstmal weg. Wie man Blumenkohl normal zubereitet, also so ein Grund, wie man ihn kocht. Da gibt es ja auch ein Video von mir. Guckt da einfach mal rein. Das ist ein Basic-Video. So, dann schneiden wir halt diese Röschen. Und geröstet muss er ja schon ein bisschen kleiner sein. Ne? Im Prinzip die dicken Dinger viertel wir. Er kommt kurz in Wasser hinein. Da gibt man auch etwas Salz mit hinein. Zum Waschen. Dann schneiden wir unsere anderen Zutaten. Zwiebeln. Ruhig etwas gröber jetzt. Ist ja schon länger im Ofen. Gibt jetzt den Wok, habe ich nur zum Mischen draußen, also könnte irgendeine Schüssel sein, völlig egal. Knoblauch, zerdrücken wir wieder. Mit Schale ist immer viel, viel Aroma mit drin. Chili, bisschen nach Gusto, ne? Einfach auch, wie scharf mögt ihr es. Das ist so ein bisschen sehr, sehr individuell. Ich zerreibe den hier einfach mal, sieht man, mit so einem Messer kann man das ganz gut machen. Ist so angerieben. Zitrone kommt mit rein, ruhig mit Schale. Natürlich in dem Fall ganz, ganz wichtig, dass es Bio ist. Weil sonst ist die Schale behandelt, das ist natürlich Müll. Kommt unser Blumenkohl. Gut abtropfen lassen. Nichts umkommen lassen. Stehen lassen. Pfeffer. Frisch gemahlen. Immer entweder schwarzen oder diesen bunten. So ein Dreierlehmmix ist auch mal sehr schön. Paprika. Muss schon ein bisschen was rein, ne? Der gibt Farbe und Aroma. Ne? Salz. Einfaches Meersalz. Geben wir noch ein paar Kräuter schneiden. Rosmarin. Oregano. Thymian. Currykraut. Und ein bisschen Salbei. So, wenn ihr die frischen Kräuter gar nicht habt, einfach Kräuter der Provence nehmen. Genau das ist das nämlich im Prinzip. So, schön ein Stück Olivenöl drauf. Und dann gut umrühren, sich die Aromen gut verteilen, die Zitronen gut so ein Stück mit andrücken, die Zwiebeln, wenn sie noch nicht ganz so zerbrechen, ne? So. Da ist das Ganze auf Backblech drauf und ich habe jetzt bei 200 Grad Umluft. Oder 220 Grad normale Hitze. Ab in den Backofen.
Der Blumenkohl ist fast gar, die Kartoffeln sind schon, also machen wir mit dem Püree jetzt weiter. So, Kartoffeln, das hier ist eine mehlkochende Sorte, geht auch mit einer vorwiegend festkochende, das ist eine Gunda zum Beispiel. Dann eine Milch oder eine Pflanzenmilch, das ist jetzt Soja, was wir haben. Die ist natürlich erhitzt, ist alles heiß. Pressen wir hinein. So. Haben wir es gleich. Muss einmal vorher umrühren. Wir machen schon mal Muskat hinein. Salz immer nach Gusto. Dann haben wir Olivenöl anstatt Butter, da wir ja ein mediterranes Essen haben. Mal schon verarbeiten. Ja, sieht schon ganz gut aus in der Konsistenz. Gut. Bisschen klein vielleicht der Topf, aber passt schon. Wird passend gemacht. Ja, aber Konsistenz ist super. Jetzt reichlich Kräuter. Wir haben unseren chinesischen Schnittknoblauch. Durch Schnittlauch natürlich zu ersetzen. Liebstöckel, ist es früher, und italienische Petersilie, die glatte. Schneiden wir einfach klein. Wir können natürlich noch ein paar mediterrane Sachen dazu nehmen. Junger, frischer Oregano passt natürlich da auch sehr, sehr gut zu. Okay. Hinein. Einmal unterheben. So. Deckel drauf. Und dann holen wir den Blumenkohl aus dem Ofen. Der Blumenkohl war jetzt genau eine halbe Stunde im Ofen. Ich habe ihn nicht gewendet. Jetzt wende ich ihn hier nochmal. Presse die Zitronen so ein bisschen aus, damit wir hier Saft kriegen. Das ist ein richtig schöner Schmorfond. So, so sieht das doch klasse aus. Okay, wir richten an. Ordentlich ein Schlappüree. Oder Smash Potatoes, wie man das in den USA sagt. Einen total leckeren Blumenkohl was drauf. Dann noch ein bisschen frischen Oregano. Ein bisschen was Grünes, ne? Geht immer. Und wer mag, bis jetzt ist das ganze Gericht vegan. Und wer mag, macht sich noch ein bisschen Parmesan zu. Ebola.
Bon Appetit wünsche ich euch, euer Bierkoch. Dazu passt natürlich auch ein schöner grüner Salat. Unten läuft mir unsere Salat-Playlist an. Da könnt ihr euch mal ruhig durchklicken. Ich lasse es mir schmecken. Bis demnächst hier im Kanal.